Herzlich willkommen zurück auf der Kalmsten Farm und zwar mit mir, dem Mr. Bauer. Wir sind gerade zurück von der Mittagspause und natürlich habe ich mit der Familie gesprochen und wir machen jetzt folgende Schritte, um weiterzukommen hier. Und zwar werden wir in den zweiten Journey einsteigen, werden damit zum Shop fahren, werden einen Kalkstreuer mieten und einen Flugtiefenlockerer kaufen, damit wir anfangen können, das Feld 2 zu kalken und danach zu pflügen. Es müssen alle Felder gekalkt werden und es müssen alle Felder gepflügt werden. Daher fangen wir gleich an, während wir dann das Stroh des Feld 3 wegbringen und dann danach mit dem Feld 6 weitermachen, die Strohballen zu pressen und dann natürlich auch wegzubringen. So, das ist, was jetzt gemacht wird. Also wir hoffen, oder ich hoffe zumindest, dass wir ziemlich weit kommen heute. Es ist schon fast 1 Uhr, das heißt also, wir sputen uns und machen so viel wie heute können. Es ist nicht wichtig, das Wichtigste ist gemacht, also die 2 Felder sind geerntet. Das ist das Wichtigste gewesen, damit ja die Zeit weitergehen kann. Also jetzt heute ist angesagt kalken, pflügen und der Rest des Strohs verkaufen. Also den Rest überhaupt. Wir haben noch gar nicht angefangen mit dem Verkauf von Stroh, sondern wir werden das Stroh direkt verkaufen fahren. Wir brauchen ein bisschen Einkommen, damit wir uns den Flug leisten können und auch die Miete des Kalkstreuwagens. Okay, dann nehmen wir den Düngestreuer hier, nehmen den großen, machen einen Aufbau drauf. Der Rest bleibt alles gleich. Wir machen hier auf jeden Fall die 6 Meter Streueinheit mit drauf, damit wir auf 18 Meter Streuweite kommen und mieten das Teil. Und wir kaufen uns, weil wir den brauchen wir des Öfteren dann, kaufen wir uns den hier. Wir können nur mit dem 6 Meter fahren, weil wir haben keinen Trecker, der 320 PS hat. Also wir werden damit gehen. Also werden wir dies hier so machen. Also hier machen wir wahrscheinlich weiß. So, genau. Kaufen wir und dann bringen wir den erstmal zum Hof und dann fahren wir gleich mal am Kalk beladen. Und während dann der Helfer hier mit dem Feld 2 anfängt zu kalken, machen wir den Ballenverkauf und Ballensammlung. Ich weiß, dass man diesen Flug auch rückseitig verwenden kann und damit er dann auch weniger PS braucht. Aber ich finde halt einfach, wo ist denn der Spaß dabei? Also im Moment können wir halt einfach keinen größeren Traktor leisten und daher können wir auch nicht einen größeren Flug haben. Man muss sich die Sachen halt erarbeiten, finde ich, ne? Ich werde definitiv auf jeden Fall, das habe ich ja schon des Öfteren angesprochen, ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Let's Play starten auf dem Wild West und da würde es dann ein bisschen weniger realistisch zu und her gehen. Also da werde ich viel mehr mit auch ein bisschen Cheats arbeiten. Ja, es ist zu verstehen, dass die Felder einfach viel größer sind, wenn man es alleine macht. Ist es hier, ist es auf der Wild West halt wirklich einfach fast unmöglich, wenn man die normalen Geschwindigkeit einhält und so weiter. Ja, aber hier möchte ich es eigentlich ziemlich realistisch halten. Ich sage nicht, dass ich ein Purist bin, aber definitiv hier müssen wir halt ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen längeres, ein Projekt, das länger dauern könnte oder wird. So, okay, hier hat man die inoffizielle Einfahrt. So, den Flug, den hängen wir erstmal hier ab. Den brauchen wir nicht sofort. Wir fahren zum Gartenland und kaufen da an der Kalkstation Kalk. Da müssen wir, glaube ich, insgesamt für alle Felder circa 4-5 Mal tanken fahren. Ist egal, gehört dazu. Hier müssen wir mal das Tor aufmachen und wir haben mit den Nachbarn gesprochen und die wollen einfach so, dass wir dieses Tor zumindest immer schließen oder geschlossen halten, wenn wir es nicht brauchen. Also jetzt jedes Mal halt schließen, das gehört halt dazu. So, dann fahren wir Kalk füllen
Ja, die meisten sind noch beim Mittagessen, deswegen ist hier so wenig los. Aber ja, wir müssen heute einfach durchkommen mit dem Kalken. Ich will den Wagen nicht zwei Tage mieten, sondern einfach wirklich nur für heute, dass wir den so schnell wie möglich wieder abgeben können. Das Pflügen hat dann ein bisschen mehr Zeit, das ist kein Problem. Okay, die haben vergessen, die Tore aufzumachen. Der ist natürlich geöffnet. Hier der Gartenmarkt. Die haben nur vergessen, die Tore aufzumachen. Also ich finde es ja echt toll, also wie dass dieses Kalk einfüllen etwas Staub aufwirbelt. Also ich finde das wirklich, ja, alles stimmig. Man glaubt alles. Es ist cool. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel uns diese Ladung kostet, damit wir das ein bisschen budgetieren können. 3.400 Euro. Also kostet uns das Kalk circa 15.000 Euro, um alle Felder kalken zu können. Ich habe eine Frage. Würdet ihr, bevor wir pflügen, also nach dem Kalken erst schon mal eine Schicht Dünger aufbringen? Oder wie würdet ihr das machen? Also Mulchen habe ich entschieden, mache ich nicht. Weil das ist einfach im Moment finanziell nicht drin für den Aufwand. Also wir brauchen erstmal ein größeres finanzielles Polster, damit wir uns jetzt noch ein Mulch hier kaufen, / mieten können. Glaube ich einfach nicht, dass das wirklich, dass der Nutzen wirklich so groß ist. Also die 5%, denke ich jetzt einfach mal, lassen wir mal weg. Aber würdet ihr düngen nach dem Kalken? Okay, wunderbar. Das heißt Feld 2. Hier setzen wir jetzt den Helfer ein. Und zwar nehmen wir hier Cosplay. Das heißt, wir können da noch ein bisschen näher fahren. Hier müssen wir manuell einstellen, 18 Meter. Dieses Interface ist übrigens von der Cosplay-Version 23 zu finden auf dem GitHub oder über den Link unten. Jetzt wollen wir gucken, ob das klappt. Und dann können wir anfangen mit dem Strohverkauf. Wunderbar, das scheint zu funktionieren. So, das heißt, wir können jetzt anfangen, das Stroh verkaufen zu fahren. Mal gucken, ob dieser Vario hier den Berg hochkommt mit dem vollgeladenen Ballenwagen. Hier steht die Ballenpresse, damit wir dann hier weitermachen können mit dem Pressen danach. Ich bin jetzt gespannt, wie viel uns eine Ladung Ballen bringt. Ich schätze mal so um die 14.000, 15.000. Hoppa, das ist zu spät rausgesprungen. Ich hab nicht mehr bremsen können. Sorry. Also diese Alleen hier, das ist schon richtig schön. Das erinnert mich an meine Überlandwanderungen. Stunden, Kilometer lang, nur durch Wald oder durch solche Wege gewandert mit diesem Dach aus Laub. Also echt. Was extrem schönes. Okay, dann schauen wir mal. Das ist echt gut. Also gut. Es ist zwar nicht der beste Zeitpunkt zum Verkaufen, aber wir brauchen Geld. Also das heißt, wenn wir drei volle Wagen verkaufen können, haben wir 45.000 circa. 42.000. Wäre sehr willkommen, weil die nächste Anschaffung definitiv werden die Schafe sein. Und da brauchen wir natürlich dann auch noch einen Wagen für Wasser, weil die Schafe, die brauchen Wasser. Das scheint ja gut zu klappen mit dem Kalken. Der ist, glaube ich, auf der zweiten Vorgewindebahn? Ne, auf der ersten. Okay, ich sammle jetzt einfach mal hier ein bisschen diese Strohballen ein. Sobald wir den Kalk auffüllen müssen. Das war's. Also hier habe ich alles Stroh eingesammelt. Weiter geht's zum Feld Nummer 6.
Okay, bevor wir anfangen mit dem Ballen pressen, bleiben wir gleich hierbei, weil an der ist gleich durch. Also eigentlich sollte das mit 18 km/h arbeiten. Wir arbeiten jetzt mit 15 km/h, das heißt, der Trecker ist einfach nicht stark genug. Aber das ist im Moment, was wir haben. Mehr geht leider nicht. Ist gleich leer, 7%. Und das war's mit der ersten Fuhre. Das heißt, wir fahren auffüllen. Das ist jetzt Runde 2 beim Kalk kaufen. Es ist klar, dass wir heute nicht dazu kommen zu sehen. Ich möchte euch bitten, mir zu sagen, wie ihr die Felder bebauen würdet. Also, ich habe mir überlegt, Feld 2 Raps und dann einen Bienenstock hinzustellen. Dann Feld 3 habe ich gedacht, Feld 3 und 6, da würde ich beide mit Gerste drauf. Was würdet ihr machen oder was habt ihr bei eurem Spielstand gemacht? Also wenn, sobald es irgendwie möglich ist, würde ich gerne die Trecker aufrüsten. Oder gleich einen, zumindest einen großen Trecker holen oder größeren Trecker holen. Mit 300 und PS. So. Okay, jetzt gehen wir tatsächlich und gehen Stroh sammeln. Hervorragend! Hier sind wir. Also Feld 2 ist fertig gekalkt. Das heißt, wir werden einmal auffüllen fahren, weil mit 8% will ich gar nicht anfangen, das Feld 3 zu kalken. Also das heißt, wir fahren erstmal auffüllen. Dann setzen wir den Helfer auf der 3 an. Denn es ist schon 14.20 Uhr. Also ich habe jetzt auf doppelte Geschwindigkeit. Also das heißt, ich brauche für das Video die Hälfte der Zeit in real. Also wenn wir hier 4 Stunden spielen, sind das 2 Stunden reale Zeit. So, dann laden wir hier auch den nächsten Kurs, und zwar aus Fahrzeug löschen, Kurs laden, und zwar kommt jetzt Feld 3. Kurs laden, Feld 3, das ist der hier. Wunderbar, dann fängt er auch an hier. Hervorragend. Dann können wir in dem Fall weitermachen hier. So, hier kommen wir auch auf die letzten Bahnen. Das heißt, es geht hier auf die letzten Meter. Das heißt, wir wenden jetzt. Das war's. Dann können wir den ausschalten. Okay, das war's. Das heißt, wir fahren die Ball hier in die Ecke hier. Nee, wir stellen den gleich weg. Dann können wir nämlich den Trecker gleich, brauchen mit dem Flug. Dann können wir den gleich anhängen und schon auf Feld 2 schicken. Wenn wir den mal waschen.
Wenn wir da schon da sind, dann können wir auch gut tanken. Dann fahren wir die Bahnpresse weg. Und zwar stellen wir die bei der Werkstatt rein. Weil ansonsten gibt es einfach wenig Platz hier auf dem Hof. Die hat ja vorhin schon gesehen gehabt. Also die hat sich verfangen, als ich sie in die andere Halle reingestellt hatte. Oder wie könnten wir sie hier hinstellen? Ne? Die stellen wir da rein. Das ist gut. Dann fahren wir tanken. Gehen wir Kalk tanken. Wir schauen mal zu den Tieren, also zumindest hier. Die sind jetzt bei 50% Gesundheit, haben schon 17 Eier gelegt. Das ist auf einem guten Weg. Ihr habt sicher gemerkt, ich bin manchmal dabei, so ein bisschen die Worte zu suchen. Es scheint dann auch fast so, als wäre ich der deutschen Sprache nicht richtig mächtig. Es ist so, ich lebe seit jetzt das 9. Jahr in Spanien, also am Mittelmeer. Und spreche hier natürlich vorwiegend Spanisch. Und jetzt und habe auch lange im Berufsleben hier auf mich nur auf Englisch kommuniziert. Daher manchmal ein bisschen die Suche nach den Worten in Deutsch. Schauen wir, ob das klappt mit dem Anknüpfen an den Kurs. Das scheint zu klappen, hervorragend. Das heißt, wir können weitermachen. Hier abgehängt haben wir noch nicht. Das heißt, wir machen das jetzt und setzen den auf Feld 2 und wir machen dann weiter mit dem Stroh sammeln respektive verkaufen. Ich glaube, hier wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir das Frontgewicht anmachen, dran machen, wenn wir hier rankommen. Okay, wir fahren zu Feld 2 und setzen den dann an auf den Kurs, damit er mal schon anfangen kann mit dem Pflügen. Ich bin auch ein bisschen ängstlich bezüglich dem ganzen Steine sammeln, weil der eine Steinesammler, den wir haben, der hat ein Ladungsvolumen von 2000 Litern. Ich habe es noch nie versucht, von dem in einen Kipper abzuladen. Wenn jemand weiß, ob das geht, dann bin ich froh darüber, das zu wissen. Ansonsten nehme ich halt einen gemoddeten Steinesammler mit einem größeren Volumen. Ja, okay. Schauen wir hier mal rein. Also wir sind auf erstmal Kurs aus Fahrzeug löschen, dann Feld 2. Blau. Dann nehmen wir den hier, Kurs laden, den Kurs hier. Und dann schauen wir uns den an auf dem Feld. Das heißt, noch ein bisschen vorfahren. Erster Werkpunkt, Plau Nummer 2. Und dann schauen wir mal, ob das gleich auf Anhieb so über funktioniert. Das scheint zu funktionieren. Das heißt, wir können uns von dem hier für eine ganze Weile verabschieden. Denn bis dieses Feld gepflügt ist mit dem kleinen Pflug hier, dauert es eine Weile. Ja, okay, wir gehen zurück zum... Jetzt können wir tatsächlich anfangen mit dem Laden der Ballen hier. Also 28 Ballen passen drauf. Das heißt noch 4 Stück, 3, 2 und dann fahren wir jetzt zum Shop. Okay, der hat zu kämpfen, ne? Also vollgeladen hat der zu kämpfen. Okay, dann verkaufen wir diese Fuhre auch. Hervorragend, 14.400.
Okay. Es geht weiter mit dem Sammeln. Ich glaube nicht, dass wir den Wagen nochmal vollkriegen. Aber ich denke, wenn wir 2,5 Ladungen verkaufen können, ist das schon mal ein Erfolg. So, dann haben wir ein bisschen mehr als 2,5 Wagen voll. Schauen wir uns nochmal rum, ob alles in Ordnung ist. Und dann kann ich das bestätigen. Dann gehen wir diese auch verkaufen. Und ja, damit haben wir den Teil der Ernte abgeschlossen. Das heißt, auch haben wir uns etwas Geld hinzugefügt, auch wenn wir einen Teil wieder ausgegeben haben für den Kauf des Pfluges, die Miete des Streuwagens und natürlich den Kauf des Kalks. Ich glaube fast, dass eine Fuhre oder zumindest eine Fuhre plus diese angebrochene Fuhre uns für den Kalk bezahlt. Und dann haben wir, glaube ich, heute insgesamt 3.000 noch ausgegeben, also verrechnet natürlich für den Flug, den wir uns gekauft haben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich, wenn ich jetzt gleich hier unten bin, nicht noch einen zweiten Flug miete, damit wir den zweiten Journey mit dem Flug aufs Feld schicken können. Dann könnten wir eventuell ein bisschen Geld sparen. Nein, aber Zeit. Aber das wäre ja nicht wichtig, weil den Flug haben wir ja. Ab morgen haben wir ein bisschen Grasarbeit zu tun, auf jeden Fall. Und aber ansonsten haben wir nicht wirklich viel zu tun danach. Also das heißt, ich glaube, ich werde den Flug nicht mieten. Wir haben ab morgen, also ab September, haben wir dann jeweils 2 Tage Zeit pro Monat. Das heißt 6 Tage pro Saison. Ich glaube, wir haben genügend Zeit, um die Feldarbeit zu machen. Es könnte dann sein, dass wir uns dann morgen eine Sämaschine mieten würden. Dann natürlich das Saatgut dazu kaufen. Mittlerweile hat mich gerade der eine Helfer angerufen, er sei fertig mit Kalken. Das Feld Reis. Das heißt also, sobald wir diesen Trecker hier hingestellt haben, werden wir den auf Feld 6 schicken zum Kalken. Und dann haben wir eigentlich den Tag schon abgeschlossen, der ersten Ernte. Ja, also inklusive dem Stroh und so weiter. Alles andere ist ja dann quasi Beilage, also Zulage, Zugabe. So, dann will ich den Hänger hier parken. Da kommt jetzt die Kunst, die ich nicht kann, ist das Rückwärtsfahren. Das Einschätzen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, ne? Das heißt, dieser Trecker kann im Moment eine Auszeit nehmen. Den brauche ich jetzt gleich gerade nicht, aber danach auch, vielleicht können wir schon anfangen mit einem Teilstück zu mähen, damit wir zumindest schon das Schafgehege auffüllen können. Erstmal definitiv halt mit dem Futter. Da sind 7% drin, das heißt, wir fahren auffüllen. Aber erst möchte ich mal kurz ein bisschen sauber machen, weil ich sehe hier kaum was raus. Okay, ich kann wenigstens wieder aus den Scheiben gucken. Dann fahren wir nochmal zum Gartenmarkt, füllen nochmal auf und hoffen. Ich hoffe, dass das dann reicht. Ich weiß nicht, ob Feld 6 mit einer Füllung zu machen ist. Ich hoffe es. Und so, aber auf jeden Fall, wenn dann ein Streifen fehlt, dann lasse ich den aus. Das schauen wir dann. Jetzt erstmal die nächste Fuhre. Und dann können wir ab morgen gucken, was für Aufträge da sind. Könnte eigentlich schon mal ein Auge reinwerfen.
Also wir haben schöne Düngaufträge. Also wir haben Gras. Graslieferung. 29.000 Liter Gras. Okay, aber das, ja, das wäre zu überlegen. Wir haben Herbizid, Pflanzenschutzaufträge hier. Schön. Okay. Fahren wir zu Feld 6 und damit hat sich dann die Arbeit mit dem Kalkstreuen dann auch abgeschlossen. Dann heißt es nur noch pflügen, dann Steine sammeln. Ja, unser Hund, der müssen wir irgendwie mal noch erziehen, dass der sich nicht einfach so auf die Straße begibt, auch wenn hier nicht viel Verkehr kommt. Dann schauen wir hier mal. Muss laden. Feld 6. Leim. Muss laden. Feld 6. So. Okay, dann geht das los. Dann schauen wir dem mal auf die Finger hier, was los ist. Das scheint einwandfrei zu funktionieren. Und dann gehen wir mal zu dem hier. Schauen wir mal, wie weit der ist. Also der hat jetzt angefangen mit den Hoch- und Runterbewegungen. Da hat noch einiges zu tun. Jetzt mal kurz gucken, wie die Steinfunktion so ist. Steinesammler. Ja, also ich würde dann den hier nehmen zum Mieten. 3000 Euro Miete. Steinpreis 87 Euro. 25.000 mal 2170, wenn wir den füllen mit 25 Kubik, dann haben wir, legen wir nur 1000 Euro drauf. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, bitte kommentiert mir, ob es sinnvoll ist, vor dem Steine sammeln zu düngen oder ob das egal ist. Na, also ich habe jetzt schon angefangen zu pflügen, also die vorherige Frage hat sich in dem Sinne erübrigt. Also ich habe ja gedacht, wir machen, fangen mit dem Pflügen an, aber es könnte ja sein, sinnvoll sein, vor dem Steinesammeln zu düngen. Ich könnte ja trotzdem schon mal ein bisschen Gras mähen gehen. Und zwar schauen wir uns gleich mal an, wo. Ich möchte nur ein ganz klein bisschen Gras mähen, damit wir das hier einfüllen können. Des Weiteren könnten wir trotzdem schon mal einen Wasseranhänger besorgen, weil ich glaube nicht, dass wir einen in unserem Inventar haben. Nee, aber nicht. Also das heißt, hier den kaufen wir einen kleinen Anhänger mit. Also, ich habe mich entschieden, ich werde den Abi 1600 kaufen. Das heißt, wir gehen mit dem Trecker jetzt gleich mal zum Shop runter. Das können wir noch machen heute, kein Problem. Ich gehe mit dem hier zum Shop, zum Händler runter und hole den Wasseranhänger, damit wir die Schafe zumindest schon mal mit Wasser versorgen können. Je nachdem, wie das Licht dann ist, können wir immer noch kurz eine Bahn mähen. Es geht wirklich nur darum, ein klein bisschen zu mähen, damit wir eventuell die Schafe schon kaufen könnten. Wäre sehr vorteilhaft, weil dann könnten die schon reifen und schon Wolle produzieren. Somit haben wir wieder etwas zu unserem Inventar hinzugefügt. Wunderbar. Ja, der Tank ist leer. Okay. Schauen wir das mal an. Holen wir noch ein bisschen was ab. Ich glaube, mit 2000 Litern sollten wir genug haben. Thank you.
Okay. Ich habe jetzt 15% geladen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Nochmal der Aufruf. Ich müsste wissen, also ich habe mir überlegt, Feld 2 mit Raps, Feld 3 und 6 mit Gerste anzupflanzen. Gibt es andere Ideen, was vielleicht lukrativer wäre? Natürlich wird jetzt gesagt, ja, natürlich alles mit Gras, damit wir Silage. Aber ich will ein bisschen Abwechslung halten. Also ich möchte nicht nur Gras zum Grasbauern werden. Ich möchte trotzdem ein bisschen was. Wir haben einen Drescher, den haben wir, den nutzen wir auch. Also das heißt, wenn wir 3 und 6 mit Gerste bebauen, also so wie jetzt dieses Jahr, haben wir Gerste und Weizen drauf gehabt. So, wo waren wir stehen geblieben? Damit sollte ich jetzt zum Kuhstall hinfahren, Wasser tanken und das zu den Schafen bringen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser bei den Schafen reinpasst. Ich weiß nur, dass es 3000 Liter Gras ist, was da rein muss. So, und der ist jetzt auch gleich fertig, damit es dich gleich melden, sagen, dass er fertig ist. Das ist auch gut so. So, da hat er sich schon gemeldet und das ist perfekt. Das ist wunderbar. Das heißt, ich werde sofort den Wagen zurückgeben. Okay, also, wie viel ist noch drin? 5%, 1000 Liter, das ist zu verschmerzen. Zurückgeben, wunderbar. Damit hat sich das erledigt. Der ist weg. Dann haben wir hier alles voll. Alles gekalkt, hervorragend. Ich bin super froh darüber, dass das gemacht ist. So, okay, dann fahren wir zu den Schafen. Aber da muss man richtig nah ranfahren. Also schon fast reinfahren muss man hier. So, da waren jetzt also 25%, ein Viertel. Okay. So, die haben Wasser, das heißt, die brauchen jetzt nur noch. Könnte man eigentlich hier stehen lassen, ha? Weil im Moment brauchen wir Wasser nur hier. Ich habe nicht vor, jetzt gleich auf die Schweinezucht und oder Pferdezucht einzusteigen. Das heißt, der kann eigentlich hier geparkt werden. Dann braucht er keinen Platz auf dem Hof. Wunderbar. So, das heißt, wir brauchen nur noch ein bisschen Gras. Das heißt also, so, der ist kurz vor dem Ende hier. Wie soll ich das machen mit dem Gras? Wir können ein bisschen Gras mähen und dann können wir das mit der Universalschaufel aufnehmen und bei den Schafen reinkippen. Es geht wirklich nur darum, 3000 Liter Gras hinzukriegen, damit wir starten können. Okay, das heißt auf jeden Fall, das werden wir mal wegfahren, weil wir brauchen die Schaufel, wir brauchen nicht die Palettengabel. Genau, also ich werde das jetzt machen. Ich werde jetzt den Trecker nehmen, werde jetzt auf das Schaffeld fahren, werde da ein bisschen Gras mähen und dann werde ich die 3000 Liter aufsammeln mit der Schaufel und das bei den Schafen reinkippen, weil damit können wir schon die Schafe
kaufen, so damit die reifen können und Wolle produzieren können. Ne? Das so, ich glaube, so können wir das schon machen. Es ist ja wirklich wahrscheinlich, wird da nicht viel verlangt. Das ist wahrscheinlich nicht viel, was da gemäht werden muss. Eine Bahn, eine halbe Bahn, 3000 Liter, das ist. Ja, jetzt ist das Frontgewicht beim Kollegen. Wäre hier sehr hilfreich gewesen. Ich sehe nichts, also ich muss da so fahren. So muss man fahren. Ich weiß nicht, also weiter runter will ich es nicht machen. Ich will nicht aufsetzen mit der Schaufel und ich will trotzdem was sehen. Okay, dann schauen wir mal. So, das sind 800 Liter. Okay, ich glaube, das reicht schon. Also zumindest für die ersten paar Tage reicht das auf jeden Fall. Ich weiß, dass hier Ballen reinpassen, ne? Also hier kann man Ballen hinpacken. Okay. Schauen wir uns das mal an. Das sieht schön gut voll aus. Hier ist ein bisschen daneben gegangen, macht nichts. Nahrung, es passen 3000 Liter rein, 600 Liter fehlen, macht nichts. Das sei so, das ist nicht die Welt, das ist nur für gerade jetzt zum Start. Wir werden auf jeden Fall morgen anfangen, hier im Game mit der etwas ernsthafteren Graswirtschaft. Den können wir wegstellen. Ich bin mir über dem Überlegen. Also wir werden definitiv Ballen pressen. Ballen pressen und dann werden wir so viele Ballen pressen wie notwendig wie möglich. Und danach werden wir einen Ballenwickler mieten für Quaderballen, fahren damit übers Feld, lassen die Ballen da liegen, sammeln die Ballen dann ein, lassen die auf dem Wagen gären und verkaufen die dann. Ein Teil davon würden wir dann lagern für die Kühe, aber im Großen und Ganzen werden diese verkauft. Das ist die Grundlage oder die Lage, wie ich das jetzt gedacht habe, dass wir das machen. So, wir könnten eigentlich den Trecker hier auf dem Feld stehen lassen. Wobei ich diesem Trecker definitiv noch das GPS einbauen möchte. Aber für dieses Grasfeld brauchen wir das nicht. Dann lassen wir den hier stehen. Kaufen jetzt die Schafe ein. Und zwar kaufen wir. Wir nehmen das Landschaf. Und zwar, weil die alle drei anderen Rassen sind eher Bergschafe. Also einmal das alpine Steinschaf. Dann haben wir das Bergschaf, das schwarzbraune. Und dann haben wir das Schwarze aus den walisischen Bergen. Das lassen wir auch, weil wir sind nicht in Wales, sondern ich denke, wir nehmen hier das Landschaf. Das passt hier am besten rein. Und zwar nehmen wir hier 50 Stück. Genau, so machen wir das. So können wir auch. Gehen wir kurz gucken, wo der Pflüger ist. Der ist fertig. Schau mal an. Wir setzen den auch gleich, das ist egal, ob das Nacht wird. Wir setzen den gleich aufs Feld 3.
Okay, ich glaube, wir belassen es hiermit mit dem heutigen Kapitel. Kapitel 2 auf der kalmsten Farm. Wir haben heute einiges erreicht. Also wir haben die Strohballen verkauft, noch den Rest aufgesammelt, haben alles gekalkt. Wir sind jetzt dabei, das Feld 3 zu pflügen. Ich würde dies jetzt noch auf Kamera fertig machen, das Feld 3 und das Feld 6. Somit haben wir dann alles gepflügt und können dann morgen anfangen mit dem Steine sammeln, so damit wir diese Maschine nur einmal mieten müssen. Dann können wir diese Steine dann aufsammeln, die verkaufen und uns danach an der Tierhaltung widmen. Das heißt also, wir können danach anfangen mit der Graswirtschaft, das heißt das Feld, wo die Schafe drauf sind, zu mähen, zu ballen und dann das nächste Gerät zu mieten. Und zwar wäre das dann den Ballenwickler, damit wir Silageballen herstellen können. Die werden dann gelagert und gereift und werden danach verkauft, bis auf einen kleinen Teil, den wir dann im Kuhstall erstmal lagern, weil wir in der ferneren Zukunft dann definitiv auch auf die Viehwirtschaft, also auf die Kälberwirtschaft, Milchwirtschaft dann auch einsteigen werden. Im Moment Schaf und Hühner, die sind auf dem besten Wege. Die produzieren fleißig Eier, zumindest die Hühner im Moment. Die Schafe haben wir gerade eben gekauft. Ich erwarte, dass wir dann gegen morgen Mittag auch die ersten Ergebnisse haben von der Wollproduktion. Dann möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Bitte lasst mir doch euren Kommentar da, damit ich weiß, ob ich weiter in dieser Richtung weitermachen soll. Sagt mir, was auf die Felder angebaut werden soll. Also ich habe gedacht, Feld 2 mit Raps und Feld 3 und 6 mit Gerste. Das wäre dann, was dann für die nächsten paar Tage vorzusehen ist. Wir brauchen dann eine Saatmaschine und so weiter. Das müssen wir dann auch alles mieten erstmal. Lasst mir euer Abo da, wollt ihr keine weiteren Kapitel von diesem Let's Play verpassen. Ich werde auch am Donnerstag wieder ein Livestream machen mit einem weiteren Kapitel dann. Je nachdem, wie weit wir dann sind, machen wir einfach dann da weiter. Während des Livestreams wird dann circa 2 bis 4 Stunden dauern. Das heißt, wir können dann so einen halben Tag oder einen halben Tag können wir dann auf jeden Fall daran arbeiten. Falls Interesse da ist, können wir das umbauen auf einen Multiplayer-Server. Müsste noch getestet werden, inwiefern Cosplay da funktioniert jetzt. Ansonsten müsste man das halt dann händisch die Felder bearbeiten. Aber im Moment ist ja alles eigentlich soweit vorbereitet. Nochmal ganz herzlichen Dank. Danke. Tschüss und hasta luego.